Mit Terroristen verhandeln wir nicht. Das war jahrzehntelang die offizielle Haltung Israels gegenüber Palästinensern. Jetzt, fast über Nacht, müssen Israelis umdenken. Geht das überhaupt? Rolf Probala hat Aviva Lindecker gefragt. Sie gehörte 1972 in München zur israelischen Olympiamannschaft und erlebte Palästinenserterror aus nächster Nähe. Durch Zufall entging sie dem Anschlag, bei dem 11 ihrer Teamkameradinnen und Kameraden umkamen. Aviva Lindecker mit ihren 3 Kindern beim Mittagessen. Aufgewachsen in Israel, seit 20 Jahren in Zürich, verheiratet mit einem Schweizer. Als israelische Spitzensportlerin erlebte sie 1972 den Terroranschlag in München. Sie haben damals viele Freunde verloren bei diesem Terroranschlag. Ja, 11 Freunde verloren. Das ist nicht einfach, weil Leute habe gut gekannt und Leute, die sind gekommen nicht vor Krieg oder etwas, sie sind gekommen vor Sport treiben. Haben Sie diese Terroristen und die PLO gehasst nach diesem Attentat? Ich habe nicht gehasst. Ich hasse normalerweise, ich hasse niemand überhaupt. Ich hasse die Leute, sie machen schlechte Sachen. Haben Sie sich denn vorstellen können, dass man mit dieser Terrororganisation je einmal verhandeln wird, damals in München? Ich habe gedacht, vielleicht kommt ein Moment. Vielleicht nicht sofort, das ist wie eine Narbe. Wie denken Sie jetzt über dieses Abkommen? Freuen Sie sich darüber, dass die PLO und Israel sich jetzt annähern, oder haben Sie Angst? Man hat immer Angst, weil sie haben nicht Vertrauen einander. Aber dass sie probieren, von der zwei Seiten, ich finde, das ist sehr, sehr positiv. Aber viele Israeli, auch Siedler, die sind gegen dieses Abkommen. Sie sagen, das ist das Ende von Israel. Haben Sie diese Angst nicht? Vor vielen Sachen in unserem Leben, man hat ein bisschen Angst. Wenn man lebt, überhaupt, hat immer Angst. Und man muss probieren, vielleicht das geht, vielleicht geht auch nicht. Aber wenn man hat die Möglichkeit, man muss probieren. Aviva Lindecker.